Ja, hallo Leute, wir melden uns heute wieder aus der Zentralbibliothek der Stadtbüchereien, wie gestern und vorgestern auch schon. Es ist sehr traurig für uns, dass unsere Büchereien ja bis auf Weiteres geschlossen bleiben müssen, nachdem wir Ela und Kyrill überstanden haben und immer alles aufmachen konnten, hat das Coronavirus bei uns also auch zugeschlagen. Aber eine unserer Filialen, vielleicht bald unsere wichtigste oder zumindest heute, unsere Online-Bibliothek bleibt für euch alle geöffnet. Und Maike und Tom haben ja gestern schon einiges vorgestellt, einmal allgemein, welche Angebote wir machen können, aber auch dann speziell hat Tom gestern die OnLive vorgestellt, wo ihr E-Bücher, wo ihr E-Audios, wo ihr Zeitungen und vieles mehr ausleihen könnt. Und ich kann heute sagen, dass unsere OnLive unerwarteten Erfolg hat. Am Wochenende haben sich die Zugriffszahlen auf die Angebote schon um 50% erhöht. Und gestern sogar verdoppelt. Es gibt viele von euch, die keinen Bibliotheksausweis haben. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil wir niemanden reinlassen können und somit auch keine Ausweise ausstellen können. Viele Anfragen kamen auf uns zu und wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht und haben gestern eine Lösung gefunden. Nämlich dahingehend, dass wir ab heute ein kostenfreies Angebot für all diejenigen machen, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, die sich jetzt für ein digitales Abo kurzfristig anmelden können und das online, weil Körperkontakt natürlich wegfällt. Wer gerne bei uns Kunde werden möchte, kostenfrei auf Zeit, bis wir unsere Bibliotheken wieder eröffnen können, der kann das ganz einfach werden, nämlich indem er uns eine E-Mail schreibt, stadtbüchereien@düsseldorf.de und in dieser E-Mail dann kundtut, ich möchte bei euch Mitglied werden, für eine begrenzte Zeit, kostenfrei. Der schickt uns seinen Namen, Vor- und Zunamen, das genaue Geburtsdatum und seine Adresse. Wir werden dann sozusagen einen digitalen Zugang für all diejenigen schaffen, die sich melden. Und man erhält dann eine E-Mail, wo dann die Zugangsdaten da sind. Ein Zugangscode, der besteht aus 8 Zahlen und ein Passwort, das man dann hinterher auch ändern kann. Und dann bleibt der Zugang gewährleistet, bis wir endlich wieder öffnen können. Wer damit nicht zurechtkommt, der kann sich telefonisch an unsere Hotline unter 899-4399 wenden und dann wird man ihm weiterhelfen oder wenn man einen Zugang hat und kommt da nicht so klar, da gibt es sicherlich kompetente Auskünfte. Eine Einschränkung müssen wir allerdings machen. Dieses Angebot können wir leider nur exklusiv für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer machen, weil wir unsere Kapazitäten in dem Bereich zwar deutlich ausgebaut haben, wir haben sehr, sehr viele E-Books gekauft, wir haben neue Zeitschriften und Zeitungsabonnements dazugenommen, wir haben massenweise Schülerhilfen für Abiturienten dazu gekauft. Aber trotzdem ist das Angebot beschränkt. Ich weiß von benachbarten Bibliotheken, dass die unserem Beispiel folgen wollen und ein ähnliches Angebot in Kürze einrichten werden. Vielleicht einfach mal, wenn man in Neuss oder in München-Gladbach oder in Langenfeld wohnt, bei der Bibliothek anfragen, ob da auch noch was geht. Was ich heute schon sagen kann, die Nachfrage ist enorm. In der ersten Stunde des Angebotes haben wir schon die ersten 70 Neukundinnen und Kunden gewonnen. Und wir würden uns natürlich freuen, dass, wenn wir wieder geöffnet haben, viele von euch dann doch sich entscheiden, dauerhaft Kunden bei uns zu werden, das Angebot vielleicht auch mal cool finden, es auch nutzen wollen, in die Bibliothek zu kommen, denn hier ist immer was los, wenn auch im Moment nicht. Ja, und dann nochmal Stadtbüchereien Düsseldorf. Wir arbeiten die Anträge nacheinander ab. Wenn es also eine gewisse Zeit dauert, dann nicht müde werden, auf den Posteingang im E-Mail-Fach zu gucken. Das kann mal vielleicht sogar bis morgen dauern, wenn zu viele Anfragen da sind. Aber dann ist es ganz einfach. Und nochmal, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch notfalls telefonisch und dann sage ich viel Spaß mit unseren Online-Angeboten.